Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL geht vorerst weiter. Der Bahnkonzern scheiterte gestern mit dem Versuch, den Ausstand juristisch zu beenden. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main lehnte eine einstweilige Verfügung ab. Die Bahn kündigte Berufung an. Darüber entscheidet wohl noch heute Vormittag das Landesarbeitsgericht Hessen. Die Fronten in dem Arbeitskampf sind also weiter verhärtet. Und darüber spreche ich nun mit dem Vorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuss. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Wie weit reicht denn Ihr Verständnis für die Hartnäckigkeit auf beiden Seiten? Das Verständnis der Fahrgäste lässt allmählich doch nach. Es gab in der Anfangsphase noch ausreichend Fahrgäste, die der Meinung waren, ein Streik darf stattfinden und muss auch einmal stattfinden. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo die beiden Tarifparteien so dicht beieinander liegen, dass den Fahrgästen nicht mehr zu vermitteln ist, warum jetzt nicht endlich einmal wieder verhandelt und nicht mehr gestreikt wird. Aber was glauben Sie, wer müsste denn auf wen wie zugehen und Kompromissbereitschaft zeigen? Eigentlich müssen wir da die Kritik an beide Tarifparteien richten. Man muss aufeinander zugehen, obwohl wir haben zuerst gefordert, die DB müsse ein Angebot vorlegen, das auch mit Zahlen untermauert ist. Das hat die DB AG jetzt getan. Und meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach muss jetzt die GDL einmal zum Zug kommen und auch wieder in Verhandlungen eintreten. Ob sie den Streik jetzt sofort aussetzt oder das während der Verhandlungen geschieht, wenn sich da Fortschritte abzeichnen, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber es ist nicht im Sinne einer Verkehrswende und auch nicht im Sinne des Klimaschutzes, wenn die Fahrgäste jetzt aus der Bahn heraus mit einem Streik vergrault werden, den sie absolut nicht mehr nachvollziehen können, weil es da eben auch im Hintergrund um Dinge geht, die dem Fahrgast nicht wirklich bekannt sind. Nun tut sich aber erstmal auf beiden Seiten nichts. Einige fordern deshalb eine Einmischung der Politik. Was halten Sie denn davon? Die Politik mischt sich völlig zu Recht nicht in Tarifverhandlungen ein. Das Problem, was wir in diesem Fall haben, ist allerdings, dass das sehr schlecht gemachte Tarifeinheitsgesetz hier massiv dazu beiträgt, dass die Tarifparteien nicht zusammenkommen. Und da müsste dann die Politik eigentlich hingehen und sagen, wir ändern dieses Gesetz, wir haben erkannt, dass dieses Gesetz schlecht ist, wir ändern es oder schaffen es ganz ab. Leider haben wir jetzt das Problem, dass wir kurz vor einer Bundestagswahl stehen und da man nicht weiß, wie sich die zukünftige Regierung zusammensetzt, ist es für die Politik da auch schwer, jetzt schon irgendwelche Zusagen zu machen. Glauben Sie denn, dass durch das Tarifeinheitsgesetz die GDL erst motiviert wurde zu streiken? Auf jeden Fall. Dieses Tarifeinheitsgesetz trägt maßgeblich dazu bei, dass die GDL hier eine relativ starre Haltung einnimmt. Es geht ja auch darum, Tarifvereinbarungen für Mitglieder der GDL zu treffen, die in Betriebsteilen der DB AG arbeiten, die nicht von der GDL dominiert werden, sondern von der EVG. Und die hätten dann auch im Rahmen dieses Tarifeinheitsgesetzes nichts von den Tariferhöhungen. Das kann der GDL natürlich nicht recht sein. Da ist das Tarifeinheitsgesetz schuld daran, dass die GDL hier eine sehr, sehr starre Haltung einnimmt. Denn bei den Zahlen ist man ja eigentlich schon sehr, sehr dicht beieinander. Sie haben es ja schon gesagt, das Verständnis, das schwindet langsam. Was hören Sie denn von Ihren Mitgliederinnen und Mitgliedern? Sprechen die schon von einem Image-Schaden für die Bahn? Ja, natürlich. Die sprechen von einem Image-Schaden für die Bahn. Das bringt die Leute dazu, wieder von der Bahn aufs Auto umzusteigen, beziehungsweise die potenziellen Fahrgäste, die sich vielleicht mal überlegt haben, vom Auto auf die Bahn umzusteigen, die schreckt das jetzt natürlich ab. Und man wollte ja eigentlich bis 2023 wieder bei den Fahrgastzahlen von 2018 sein nach der Corona-Krise. Das sehe ich also massiv gefährdet, ebenso wie die beabsichtigte Verdopplung der Fahrgäste, wie die Politik sie gerne hätte. Und da fürchte ich, dass sich das jetzt noch viel länger hinziehen wird und dass der Image-Schaden jetzt durch diesen dritten oder diese dritte Streikwelle jetzt so nachhaltig ist, dass wir das nicht mehr erreichen werden. Sagt der Vorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuss. Schönen Dank. Gerne.